Das wohl verrückteste Event, das Wien 2013 zu bieten hat, der Liveball. Wir sind heute auf der offiziellen Aftershow-Party im Volksgarten. Los geht's! Wir sind heute hier im Volksgarten auf der Aftershow-Party vom Liveball. Wie findest du den Liveball? Ich finde den Liveball einfach einzigartig in Österreich. Nein, nicht nur in Österreich, in Europa. Überhaupt auf der ganzen Welt, die beste Party überhaupt. Extrem geil. Warst du selber am Liveball? Bitte? Warst du selber am Liveball? Ich bin heute das erste Mal hier. Es war schon immer mein Traum, dass ich hier herfahre. Ich freue mich wirklich. Voll geil, voll super. Es ist eine gute Möglichkeit, um das Thema einfach präsent zu halten und einfach, ja, es ist einfach präsent zu halten. Das ist eine gute Sache, ja. Habt ihr das Finale, das Champions League Finale mitbekommen? Was für ein Champions League Finale? Okay. Ja. Wie lange hast du heute gebraucht für dein Outfit? 2 Stunden oder 3 Stunden. Nein, ich finde den Liveball schon gut, dass es das gibt und so weiter mit dem Charity Event und so weiter. Was uns hierher verschlagen hat, ist einfach die Aftershow-Party, weil die einfach immer extrem lustig ist und mit den Kostümen und so weiter. Ich meine, unsere Kostüme sind jetzt nicht so toll, aber es macht einfach Spaß und es ist lustig. Und ich finde, es ist immer für einen guten Zweck, weil die ganzen Reinerlöser vom Volksgarten gehen auch in den Liveball. Also es passt schon. Das war einfach eindeutig ein Muss für mich, dass ich heute hier sein muss. Wir sind heute auf der offiziellen Aftershow-Party beim Liveball im Volksgarten. Was hältst du vom Liveball? Also ich habe einen heutigen Abend ja den Champions League gewidmet, aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr beim Liveball dabei sein kann, weil es ein alljährliches, wundervolles, buntes, wahnsinniges Event ist. Und du hast ja ein sehr tolles Kostüm an. Wer bist du? Ich bin 27 Jahre und du bist die bezaubernde Genie. Was macht den Liveball so besonders? Weil man sich verkleiden kann, wie man möchte. Weil es der größte Event in Österreich ist, das HIV und AIDS anspricht. Was sagt ihr zum Thema 1001 Nacht? Ich liebe es! Ich liebe Abu Dhabi! Ich liebe den Nahen Osten! Schon allein wegen Sex in der City 2, ja? Also. Oh mein Gott, das war so gut! Schräge Vögel, ausgefallene Outfits, coole Musik und Party machen für den guten Zweck. Das waren die Highlights von der Aftershow-Party im Volksgarten vom Liveball 2013. Da drinnen geht noch richtig die Post ab und ich werde mich jetzt ins Getümmel stürzen.